Erstmal vielen Dank. Ich hätte es nicht erwartet beim vorletzten Timeslot, dass noch so unglaublich viele Leute anwesend sind. Noch dazu beim wahrscheinlich untechnischsten Vortrag des ganzen OSMC. Aber vielen Dank. Was will ich vorstellen? Erstmal ein paar Worte verlieren zu meiner Person, zu meiner Firma, zum Unternehmen DB. Dann möchte ich euch gerne mitnehmen auf eine Zeitreise. Wie sind wir zu Nagios gekommen? Warum? Im dritten Kapitel werden wir behandeln, wie wir in eine Update-Falle reingeraten sind. Im vierten, wie es uns gelungen ist, da wieder auszubrechen. Und dann noch eine kurze Zusammenfassung bzw. Fragen. Zu meiner Person, mein Name ist Holger Koch. Ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, bin seit 12, 13 Jahren tätig für die DB Systel. Mittlerweile im Bereich Strategie und Consulting. Und meine Hauptaufgabengebiete sind Automatisierung, Monitoring bzw. Alles, was um Open-Source-Software geht, Förderung des Einsatzes von Open-Source-Software, Überzeugungsarbeit leisten bzw. die DB auch vertreten in diversen Open-Source-Gremien. Zur DB Systel. Wir haben mittlerweile 3.100 Mitarbeiter an drei Hauptstandorten. Das sind Frankfurt, Berlin und Erfurt. Wir haben dann nochmal eine Reihe weiterer, also ein paar in München, ein paar in Halle und so weiter, aber die drei großen Standorte, Frankfurt, Berlin und Erfurt. Wir betreiben zwei Hauptrechenzentren in Berlin und Frankfurt. 3.500 Server, dann haben wir noch ein paar Data Centers, Hannover zum Beispiel, München steht noch was. 500 produktive IT-Verfahren. Und was die wenigsten wissen, wir betreiben auch ein eigenes Funknetz, also Handynetz, GSM-R, GSM-Rail, entlang der Trassen hat die Bahn ihr komplett eigenes Netz. Aber damit kann man nicht telefonieren, das ist ausschließlich für Signaltechnik und es ist auch sehr abgeschottet, aber basiert auf GSM-Technik. Das Unternehmen, ich muss noch mal ein paar Zahlen erzählen, das ist Voraussetzung, sonst darf ich nicht zu Kongressen fahren. Wir befördern 2,7 Milliarden Reisenden pro Jahr. Jeder ICE fährt einmal im Monat um die Erde rum. Das sind also knapp 500.000 Kilometer im Jahr, die jeder ICE fährt. Das ist schon eine ganze Menge. Auch interessant, wir sind der fünftgrößte Stromversorger in Deutschland. Also die Bahn, DB Energie, ist ein riesen Teil, der den gesamten Strom hauptsächlich für die DB bzw. DB-Töchter managt. Das ist der fünftgrößte. Und mit DB Schenker sind wir weltweit, ich weiß nicht, das ist ein bisschen tagesformabhängig, entweder größte Logistik oder zweitgrößte. Da kann man schon ablesen aus den Zahlen, wie unglaublich wichtig es ist, dass unsere IT-Verfahren funktionieren. Und daran kann man wieder ablesen, wie wichtig für uns Monitoring ist. Kommen wir zur Geschichte. Wie ging es ran? Wir befinden uns so ungefähr im Jahr 2002, 2003. Wir haben erkannt, das Management hat erkannt, wir brauchen unbedingt Monitoring. Wir haben uns beraten lassen. Ihr habt ja schon Tivoli im Haus. Prima Geschichte, wir machen Monitoring mit Tivoli. Setzt jemand auf Tivoli? Schon mal gesetzt? Wer von denen hat es erfolgreich gemacht? Also, vorsichtig ausgedrückt, es ist sehr, sehr schwierig. Also die Denke von Tivoli ist da schwierig. Also es gibt sogenannte Probes, die laufen auf den Endpoints und die Endpoints müssen praktisch aktiv schreien, mir geht's schlecht, ich habe irgendein Problem. Soweit kann man machen, ganz prima. Unangenehmerweise ist die Infrastruktur von Tivoli sehr, sehr instabil, sobald man mal jenseits der 1000, 2000, 3000 Server kommt. Es gab zwar einen Heartbeat-Mechanismus, aber auch der war sehr, sehr instabil. Das hat dazu geführt, dass das Monitoring sehr, sehr unzuverlässig war. Selbst wenn eine Probe einen Ausfall erkannt hat oder so, hat uns häufig das Ergebnis nicht erreicht, beziehungsweise mein absoluter Liebling, die Endpoints selber waren dermaßen fehlerträchtig, dass die teilweise in unkontrollierte Zustände geraten sind, was dazu geführt hat, dass die 100% CPU verbraucht haben. Das bedeutet natürlich, es blieb nichts übrig für die Applikation, weil die Agenten liefen mit Root. Die haben also auch alles bekommen. Und die konnten natürlich auch nicht mehr um Hilfe schreien. Wir hatten also damals ein echtes End-User-Experience-Monitoring, sprich unsere Customer haben auch rechtzeitig angerufen, wenn irgendwas nicht ging. Das war ein unhaltbarer Zustand.
Irgendwann hat das unser Management auch erkannt, hat IBM ein Ultimatum gesetzt von 6 Wochen, knapp 2 Monate waren das gewesen. IBM hat auch sehr, sehr viel getan. Die haben die besten Experten aus der ganzen Welt eingeflogen, das gesamte Tivoli-Know-how, alles bei uns. Und auch die haben es nicht geschafft, die Infrastruktur so weit zu stabilisieren, dass man damit hätte arbeiten können. Das war dann im April 2003, hat das Management einen Schlussstrich gezogen. Es ging nicht, lasst euch was einfallen. Was tun? Dann hat man Glück. Da war ein Externer, der hatte schon mal mit Nagios gearbeitet. Ich habe da was, wir könnten es mal mit Open Source Software benutzen. Und im Mai stand dann erster inoffizieller Prototyp. Muss man dazu sagen, die DB ist sehr, sehr konservativ und Open Source Software konnte man faktisch damals nicht einsetzen. Weil man ist am Lizenzmanagement mit Open Source Software nicht vorbeigekommen. Aus dem Grund war das damals noch ein inoffizieller Prototyp. Innerhalb kürzester Zeit haben wir das dann erweitert, aufgebaut zu einer sehr, sehr hochverfügbaren, redundanten Struktur. Unten die beiden türkisen Kästen, das sind praktisch die eigentlichen Nagios-Server. Da gab es einen Primär-, einen Sekundär-Server. Die standen rechenzentrumübergreifend, einer in Berlin, einer in Frankfurt. Die sind vollkommen identisch, die machen auch alles, die machen alle Checks, die empfangen alle Checks. Der einzigste Unterschied, die 02 hat immer aktiv notifiziert und die 03 hat es nur dann übernommen, wenn sie der Meinung war, der 02 geht es schlecht oder sie konnte den Status nicht mehr feststellen. Hintergrund war nur gewesen, dass wir die Admins nicht mit doppelten Anrufen oder SMSen belästigen. Und das war der einzigste Grund. Aber ansonsten sind die Systeme faktisch aktiv, aber alle arbeiten. Die standen im sogenannten K2-Netz, das ist das Netz, was von jedem BKU-Anschluss, also von jedem PC im DB-Netz erreichbar ist. Sehr, sehr gute Frage. Diese Namen haben überhaupt nichts mit der Infrastruktur zu tun. Das war ja alles inoffiziell. Also wir hätten das niemals einsetzen dürfen. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie kommt man an Hardware ran, wenn man kein Projekt hat? Dann hat man auch kein Budget. Diese Maschinen, das waren ehemalige Windows-Server, die bereits an die T-Systems zurückgegeben wurden zur Verschrottung. Ein Kollege ist dann da hinterhergereist und hat gesagt, ich bräuchte die mal wieder. Und darauf haben wir dann angefangen, unsere Monitoring-Infrastruktur zu bauen. Also das war alles sehr interessant. Kurz zurück, also die stehen im K2-Netz, die können alle Checks durchführen von BKU-Rechnern, teilweise Windows-Surfern, beziehungsweise allen Surfern, die nicht in den GSBs beziehungsweise DMZen standen. Für diese Netzbereiche haben wir dann eigene Scan-Hosts hingeschafft. Das sind praktisch, ja, kennt ihr selber, Nagios-Installationen, die aber kein End-User-Handling machen, sondern lediglich ihre Check-Ergebnisse per NSCD NSCA weiterschicken. Die sind jeweils redundant aufgebaut. Die machen auch zu jeder Zeit immer exakt das Gleiche. Das Gleiche mit der DMZ. Das hat dazu geführt, egal welcher Server ausgefallen ist, wir sind nie blind geworden. Also die Architektur hat sich wunderbar bewährt. Eine ähnliche Architektur verwenden wir selbst heute noch. Werden wir dann später noch sehen. Eins ist das Problem, was wir wirklich hatten. Es gibt keinerlei Möglichkeit von der DMZ Freischaltung zu bekommen ins K2-Netz. Also wie sollten jetzt Checkergebnisse von der DMZ zu den eigentlichen Nagios-Servern kommen? Da haben wir uns dann einen Repeater einfallen lassen. Das sind die Kästchen mit dem R. Wir sind alle nicht Entwickler oder irgendetwas, aber wir können relativ gut Shell skripten. Und da haben wir praktisch einen NSCA-Server und Client genommen mit einer Namepipe verbunden, ein bisschen Shell Script drumherum. Und alles, was aus der DMZ kam, haben wir dann einfach weitergeschickt in K2. Hat wunderbar funktioniert, hat nie Probleme verursacht. Also war eine sehr, sehr weise Entscheidung, diese Architektur. Dann haben wir aber ganz schnell festgestellt, es wurde ein unheimlicher Erfolg. Wir hatten immer mehr Checks konfiguriert und ganz schnell waren die Standard-Nagios-Sichten für uns nicht mehr brauchbar gewesen. Ich meine, kein Mensch kann sehen, wenn man 200 Critical-Checks hat, ob jetzt nicht einer dazugekommen ist. Na, oder ob einer weggekommen ist, einer hinzugekommen oder irgendetwas. Die Zahl absolut ist immer noch 200. Man kann es einfach nicht sehen. Wir standen also relativ schnell vor dem Problem, okay, wir müssen irgendwie eine andere Visualisierung schaffen.
Da haben wir dann angefangen. Das ist eine Hustmatrix aus 2005. Die Technik wurde ein bisschen zeitiger entwickelt, aber ich habe keinen Screenshot mehr gefunden von davor. Und was haben wir getan? Wir haben einfach Shell-Skript genommen mit ein bisschen AWK, SED-Magie und direkt auf der Status-Log uns die Informationen rausgesucht und dann im Shell-Skript diese HTML-Seiten generiert. Am Anfang war das alles noch dynamisch, sprich, wenn ich es aufgerufen habe, wurde es wirklich durchgeführt. Hat sich auch schnell gezeigt, dass das nicht genial war. Von da an haben wir es dann per Cronjob gemacht, einmal die Minute. Wir hatten praktisch so eine Art Caching-Mechanismus. Es wurden statische HTML-Seiten generiert, reingelegt, das wurde unheimlich schnell ausgeliefert, war perfekt. Leider hat sich gezeigt, dass eine Hostmatrix nicht sonderlich sinnhaft für uns ist. Viele unserer Server sind geshared, also da gibt es dann nicht nur Verfahren A, B drauf, sondern teilweise auch 10 Stück. Jetzt ist der Host irgendwas rot, wer ist betroffen, wer muss denn was tun? War für uns ein kleines Problem und da sind wir dann hingekommen, okay, wir brauchen eine Verfahrensmatrix. Exakt wieder die gleiche Technologie, bisschen Shell-Skript, SED, AWK-Magie, direkt aufs Status-Log und wir hatten die Service-Description jedes Checks so formatiert, dass er begann mit dem Verfahrensnamen. Und zwar, bei uns ist definiert Verfahrensname, gibt es in ganz vielen Ausprägungen, unter anderem in der Geschmacksrichtung Technem. Technem ist immer alphanumerisch, 8 Zeichen und eignet sich also perfekt dafür. Und als Trenner innerhalb der Service-Description haben wir den Unterstrich verwendet. Somit konnten wir fantastische Verfahrensmatrixen bauen, war sehr, sehr übersichtlich. Die Leute konnten dann, okay, mein Verfahren ist betroffen, ich muss aktiv werden. Zusätzlich gab es dann so Informationen, okay, ist alles gut, ist alles nicht gut, entsprechend wurde dann der Hintergrund gerendert. Durch Klick auf den entsprechenden Verfahrensnamen kam man dann zur Verfahrensübersichtsseite. Das war eine etwas andere Technologie. Wir hatten mal einen Studenten, der hat eine Diplomarbeit bei uns geschrieben, der kannte sich mit PHP aus, der konnte PHP programmieren und der hat eine Bibliothek gefunden, Naupi Inc., irgend sowas hieß die. Die hat faktisch das Status-Log in ein PHP-Array geladen und da konnte man mit PHP sehr, sehr einfach drauf arbeiten und beliebige Informationen raussuchen. Der hatte uns dann diese Verfahrensübersichtsseiten gebaut und so hatte man so eine Art Drill-Down-Funktionalität. Zusätzlich hat man hier auch schon die Link-Funktionalität zum Graph gehabt, RAD-Graph, die letzte Spalte. Wie ging es weiter? Im Mai 2004 hatten wir dann sehr, sehr viele weitere Funktionen rangebaut, wie zum Beispiel NACWIS bzw. Alarmierung per Telefon oder Tech. Wir hatten ja zu dem Zeitpunkt noch die Tivoli Event-Konsole im Cockpit zur Event-Korrelation und deswegen brauchten wir unbedingt zur Notifizierung einen entsprechenden Tech-Händler. Haben wir nicht gefunden, haben wir selber gebaut, war mit ein bisschen Shell-Skript auch eine ganz einfache Geschichte. Das lief dann ausgesprochen erfolgreich. Also wir hatten ein bisschen NACWIS genommen, Perfdata. Das haben wir uns dann mehr oder weniger selber geschrieben. Überhaupt keine Zoom-Funktionalität oder irgendetwas. Er hat einfach 6 feste Views angezeigt. Für eine Stunde, für letzte Woche, einen Monat, 24 Stunden, sowas in der Art. Da muss man dazu sagen, dass wir niemals Wert gelegt haben auf Verlaufsmonitoring. Das Einzige, was uns interessiert hat, war ein Verfügbarkeitsmonitoring. Wie geht es mir im Moment? Habe ich jetzt irgendwelche Probleme? Ist irgendwas ausgefallen? Nichtsdestotrotz haben wir dann natürlich schon erkannt, Verlaufsmonitoring hat seine Vorteile. In dem Fall wird von dem WebLogic der Speicherverbrauch visualisiert. Und gerade im dritten Diagramm kann man dann erkennen, also das ist keine gesunde Sägezahnkurve, sondern das deutet eher auf Memory Leak hin. Weil man könnte fast eine Linie durchziehen. Also das haben wir dann schon erkannt, dass ein Verlaufsmonitoring durchaus sinnhaft ist. Aber wir hatten keinen Projektstatus, wir hatten also kein Budget, wir hatten also auch kein Storage und so weiter. Macht es nicht sonderlich einfach, deswegen hatten wir das nur sehr, sehr rudimentär für ein paar wenige ausgesuchte Verfahren. Vorbereitung auf diesen Vortrag hatte ich sehr viel Spaß. Ich habe mir so eine alte Präsentation hergenommen, also die Folien, die ihr gerade gesehen habt, die sind dann teilweise wirklich aus den Jahren. 2005, ich musste lediglich oben den Header und Footer austauschen, damit die Konzernkommunikation dazu stimmt. Aber ansonsten waren das die Originalfolien. Dann habe ich hier ein Skript mir mal angeschaut. Das ist von 2004 gewesen, das war der Perfdata Daemon. Wir hatten relativ schnell erkannt, dass NACWIS ein echtes Problem hat, weil der sich forkt und so lange festhält, bis der Check komplett abgearbeitet ist.
Bei Ihnen ist komplett abgearbeitet, aber auch inklusive Verarbeitung aller Performance-Daten und so weiter. Wie kommen wir da raus? Wir haben also einen Daemon geschrieben, der aus einer Named Pipe rausgelesen hat und alle Zeit der Welt dann hatte, die Performance-Daten zu verarbeiten, irgendetwas zu machen, in RDs zu schreiben. Und das, was Nagios angetriggert hat, das ist praktisch nichts weiter wie ein Echo gewesen, schreib's in diese Named Pipe rein. War unheimlich performant, hat super gehalten, bis zum Schluss. Wir hatten dann zum Schluss eine Performance, wir haben 4.500 Prozesse pro Sekunde geforkt. Um die Anzahl der Checks, die wir erreichen mussten, auf die Straße zu bringen. Also das ist eine beachtliche Leistung. Das hat zum Beispiel auch dazu geführt, unsere Plattform ist ja alles zertifiziert und da steht zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, Audit. Alles muss geaudit werden. Ne? Welcher Prozess, von wem gestartet und so weiter. Bei 4.000 Prozesse pro Sekunde läuft innerhalb von 12 Stunden jedes Fallsystem voll. Da hatte dann auch die Plattform auch viel Spaß gehabt. Dann Nagios hatten wir auch gehabt, kennt ihr alle, muss ich nicht mal darauf eingehen. Kleines Quiz, schätzt mal, welche Version von Nagios ist das? Setzt tief an. Okay, es ist die 003. Haben wir exakt ein einziges Mal installiert und lief dann 8, 9 Jahre, also bis ja, vor 2 Monaten. Vielen Dank an Michael Lüppen. Also ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe gelesen, dass er dabei ist auf der Konferenz. Ich habe ihn leider nicht persönlich getroffen. Ist er zufällig im Raum? Sitzt nebenan. Na, vielen Dank. Hervorragende Software hat er da geschrieben. Unglaublich stabil. Okay, wie ging es weiter? Unser Monitoring ist immer weiter gewachsen, immer weitere Checks. Und dann kam 2005. 2005 im Januar hatten wir eine Umstrukturierung. Da wurden verschiedene OEs zusammengelegt und vor allen Dingen gab es einen neuen Bereichsleiter. Dieser Bereichsleiter hat sich dann irgendwann da gefragt, wieso haben wir eigentlich 5, 6 Monitoring-Systeme? Das muss doch irgendwie auch anders gehen. Und dann hat er so geguckt, welches ist denn das Fortgeschrittenste? Das waren dann wir gewesen. Und dann hieß es, okay, ihr macht das Monitoring für alle anderen mit. Prinzipiell hat man nicht so das Problem. Wir sind allerdings auf 2 Schwierigkeiten gestoßen. Das erste ist Akzeptanz. Monitoring ist ein Thema, was extrem stark polarisiert. Also die Leute arbeiten dran, die basteln, die schreiben sich irgendwelche Checks, da fließt Herzblut mit rein. Und mit einmal heißt das, ja, alles schön gewesen, aber jetzt macht es eine andere Abteilung. Kommt unglaublich schlecht an. Das zweite war gewesen, okay, wir mussten irgendwie eine Möglichkeit finden, Nagios mandantenfähig zu machen. Das ist eine Funktionalität, war nicht dran. Was haben wir uns einfallen lassen? Wir hatten ja so gute Erfahrungen gehabt mit der Service Description bzw. dem Generieren von eigenen Views. Das haben wir dann entsprechend aufgebohrt und haben dann definiert, okay, jede Service Description fängt an mit einem festen Teil. Das ist Verfahren, Mandant und Umgebung. Die entsprechenden Views haben dann auf diese Checks gefiltert und so hat jeder nur seine Checks gesehen. Hinten dran haben wir dann noch den Check-Typ, das haben wir dann benutzt zur Visualisierung, also meinetwegen ein JMAM-Check von dem Tomcat wurde dann mit dem Template visualisiert oder ein TCP-Check wurde mit einem anderen grafischen Template visualisiert. Dann Port war hauptsächlich zur Auswertung bzw. Firewall-Analysen und hinten Description ist mehr oder weniger Freitextfeld. Hier ist mal ein Beispiel, ECM-INET-P, also egal, wo dieser Check aufgelaufen ist, im Cockpit oder in irgendwelchen nachgelagerten OEs, konnten sofort erkennen, okay, es ist vom Verfahren ECM von INET in der Produktion der und der Check. Darauf war es dann natürlich ein leichtes, entsprechende Sichten zu bauen. Und wir haben hier mal eine SAP-Mandantenmatrix-Sicht von 2005. Wir sehen zum einen sehr, sehr übersichtlich. Also denen ihre Matrix, die sieht, weiß ich nicht, Faktor 5 Minimum aus mittlerweile. Also die haben signifikant mehr Systeme. Und zum anderen fanden wir sie sehr, sehr übersichtlich. Wir haben versucht, maximal Informationen in ein Minimum View reinzupressen. Also hier kann man zum Beispiel sehen, vom Verfahren A31 sind halt 48 Checks grün. Einer ist Warning, 2 sind Critical. Oder das Verfahren C12, da ist der Hintergrund etwas anders grau. Anders Hintergrund. Das bedeutet einfach, dass mindestens ein Check von diesem Verfahren die Notification disabled ist. Hintergrund war, es kam vor, irgendeiner war ein Ausfall, irgendeiner hat eine Notification disabled und hat einfach vergessen, wieder anzuschalten.
Er kriegt mich ja nicht mit bis zum nächsten Ausfall. Na? War eine winzige Änderung, kam unheimlich gut an. Na? Dann die Verfahrensübersichtsseite, also durch Klick auf einen Verfahrensname kommt man dann zur nächsten Sicht. Die hat sich dann auch entsprechend weiterentwickelt. Oben haben wir den Header, da kann der Betriebsführer beliebig Informationen hinterlegen, wie zum Beispiel Links zum Betriebsführungshandbuch oder irgendwelche Start-URLs. Häufig hat man das Problem, man kennt ja nicht alle 500 Verfahren oder irgendetwas. So, jetzt wird man nachts angerufen, man hat Bereitschaft oder irgendetwas, hier Verfahren XY ist ausgefallen, man ist noch total müde, träge, man kann gar nicht richtig, was ist denn los, was ist denn? Na, da war das eine sehr, sehr schöne Geschichte, erstmal die Start-URL aufrufen, vielleicht steht da irgendetwas, BF-Handbuch, wer ist denn Ansprechpartner und so weiter, dass man das direkt aus dem Monitoring heraus verlinken konnte. Dann sieht man hier auch dieses Graph-Icon, klar, der führt zum Greffer. Das Icon daneben, das ist Confluence. Wir hatten damals schon eine Funktionalität, dass jeder Check oder jedes Tupel aus Host und Service Description eine event-spezifische Wiki-Seite hatte. Wenn jetzt meinetwegen irgendwas wackelig war und in der Check ja, hin und wieder mal rot war, meinetwegen im Memory-Leak oder irgendetwas, da konnte man halt hinterlegen, okay, ist bekannt, wahrscheinlich sind die und die Log-File-Einträge, Lösung ist durchstarten oder Lösung ist die und die Queue löschen oder den Befehl absetzen oder Lösung ist auch den und den anrufen. Ne? Also so eine Art Vorläufer der Handlungsanweisung. Hier haben wir mal den unteren Teil, dann haben wir auch Management-Funktionalität hinzugefügt. Vor jedem Check ist so ein kleines Kästchen, da kann man einen Haken reinsetzen und mittels der Button Disable Notification Enable kann man dann für einzelne gezielte Checks die Notification ausschalten, beziehungsweise auch Send Test Events in Clearing Event. Es nützt ja nichts, wenn wir irgendwelche Probleme erkennen, das Monitoring arbeitet perfekt, das Monitoring notifiziert auch, nur es muss ja weiter bearbeitet werden. Um das zu testen, gibt es die Funktion Send Test Event. Man kann also mal einen so tun, als ob ein Ausfall da ist. Es wird ein Event generiert, wird auch ins Cockpit geschickt. Und dann ruft man dort an, was würdet ihr denn jetzt tun? Wie reagiert ihr denn darauf? Ne? Macht ihr irgendetwas oder ignoriert ihr es oder kommt es überhaupt nicht an? Ne? Eine sehr, sehr schöne Funktionalität. Dann hat man Enable Disable Notification global, also für das gesamte Verfahren alle Checks ausschalten oder die Notifizierung ausschalten nur. Beziehungsweise da unten Schedule Downtime. Ja, so lief dann unser Monitoring ausgesprochen gut. Und irgendwann, das war dann im Jahr 2006, haben wir erkannt, wir befinden uns in einer Update-Falle. Warum? Wir haben mittlerweile unglaublich viele Skripte geschrieben, die ganzen Views, es wurde alles rumgepasst. Das basiert natürlich alles auf dem super einfachen Format, das Status-Log von Nagios 1. Da gibt es einfach nur einen Trenner, Semikolon, kann man genau feste Spalten, kann man durchzählen, passt man sich entsprechend raus, selbst mit einer Shell oder mit einer Bash, mit Perl oder was auch immer, es lässt sich super einfach bearbeiten. Na. Ich habe es hier mal rauskopiert, zumindest den Anfang, also da wusste man genau, okay, das zweite Feld ist halt der Host nehmen, das dritte Feld ist die Service Description und da konnte man entsprechend dann rumparsen. Mittlerweile hatten sehr, sehr viele Skripte von uns, hat man erstellt. Hier sind mal ein paar Beispiele aufgezählt. Check Active Passive zum Beispiel ist ein schönes Konstrukt. Hin und wieder geschahen natürlich Fehler oder beim Verteilen oder irgendetwas. Das hat dazu geführt, dass meinetwegen im K2-Netz aktiv gemonitort wurde und zusätzlich im GSB. Ja, das kann nicht funktionieren. Na, weil entweder kann K2 den Zielserver erreichen oder die GSB-Scan-Hosts können erreichen. Also einer wird okay liefern, der andere wird critical liefern. Hatte man dann schöne Flapping-Effekte mit Check Active Passive einmal laufen lassen, hat man dann genau gesehen, okay, hier kümmern sich zwei drum, das kann nicht sein. Also entweder ist es aktiv oder ist es passiv. Na. Oder Check Freshness, auch eine schöne Funktionalität. Wer kennt alles Check Freshness? Wer nutzt es? Erstaunlich viele. Wir fanden sie nutzlos, so wie sie jetzt implementiert ist. Also wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, war es so, wenn ein Check zu alt ist oder hat sich zu lange nicht gemeldet, dann kam dann der Nagios-Server auf die Idee, ich mach's mal selber. Ja, aber einen passiven Check, der kann bei uns nur von den Scan-Hosts im GSB erreicht werden. Wenn jetzt der im K2 das versuchen würde, was passiert? Er wird den Zielserver nicht erreichen und wenn er den nicht erreicht, dann liefert er ein False Positive. Was bedeutet Ärger für uns,
weil potenziell nachts Anrufe aus nichts. Also Check Frechnis von Nagios war deaktiviert, stattdessen haben wir ein schönes Shell-Skript gehabt. Es gab eine Config-Datei, da hat man seine Checks eingetragen, hier super wichtig unbedingt. Und es hat nichts weiter gemacht, wie wenn der Zeitstempel letzte Aktualisierung größer war wie ein eingetragener Schwellwert, dann hat er den auf Unknown gesetzt. Ja. Unknown deswegen, er wusste es ja nicht, ob es wirklich ein Ausfall ist oder nicht. Also nach Also ich will nicht ausschließen, dass sie in späteren Versionen was geändert haben. Also wir sind auf einer Version bis vor zwei Wochen auch noch gewesen von 1.1.4. Wir konnten ja nicht mehr updaten. Na? Und da war es halt einfach so gewesen, dass das Check-Frechnis, die Funktionalität war dann so gewesen, dass dann der Nagios-Surfer, der eigentlich ja nur passive Check-Ergebnisse empfangen konnte, ne, anfing aktiv zu checken. Auch nicht schlecht. Ne? Auch nicht schlecht. Kann man sicherlich tun. Wie gesagt, wir haben Check-Frechnis von Nagios komplett disabled. Wir haben dann unser eigenes Skript gehabt und der hat dann über das Command-File halt gesagt, okay, dieser Check ist unknown. Eine ähnliche Funktionalität haben wir auch für uns. Wir haben es ja vorhin gesehen, wir arbeiten ausschließlich mit Service-Checks. Host-Checks machen für uns keinen Sinn. Im Gegenteil, das ist nur fehlerträchtig, weswegen wir Host-Check überall rausgenommen haben. Und der Host-Check, der da ist, macht nichts weiter wie ein Exit 0. Na, falls doch jemand da mal eine Fehlkonfiguration macht, um genau halt sowas auszuschließen. Hier haben wir noch so die Skripte, gen header, gen host matrix, gen service problems. Also es gab dann auch noch Sichten für alle Probleme eines Mandanten zum Beispiel. Oder hier gen verfahrensmatrix init. Also für den Mandanten init die Verfahrensmatrix generieren. Ich wiederhole kurz die Frage fürs Band, ob denn Service-Abhängigkeiten definiert wurden. Nein. Das ist eine Funktionalität, die wurde zwar oft nachgefragt, aber die gab es halt einfach nicht. Also wir müssen immer dran denken, wir sind 2005, 2006. Host-Checks haben für uns einfach keinen Sinn gemacht, weil uns interessiert die Verfügbarkeit meinetwegen des Apachen. Ob der Apache jetzt nicht da ist, weil er nicht da ist, oder er ist nicht da, weil der Host nicht da ist, das interessiert uns nicht. Na? Wir haben ein Problem, der Apache ist nicht verfügbar, wir müssen da aktiv werden. Und wir hatten halt einfach negative Erfahrungen gehabt, weil wir hatten mal eine Zeit lang, da hatten wir Host-Checks drin. Das hat 60% der Fälle vielleicht funktioniert. Ja, weil wir hatten halt Firewalls, die haben ICMP-Pakete durchgelassen, dann hatten wir Firewalls, die es nicht durchgelassen hatten oder gab es die witzigsten Seiteneffekte. Ja. 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 Sehr, sehr gute Frage. Also wie haben wir Eventstorms verhindert? Fasse ich es mal zusammen. Unser Hauptnotifizierer war ja Event2Tech. Und wir hatten dieses Problem, dass dann halt 20 Alarme an die Tivoli gingen. Und was haben wir zum Schluss gemacht? Wir haben einfach gesagt, von jedem Verfahren, Mandant, Umgebung, lassen wir maximal ein Event in 5 Minuten zu. Da wurde halt einfach mitgeschrieben, okay, ECM wurde bereits notifiziert, ne, Zeitstempel dazu und jede weitere. Und nach 5 Minuten hat er halt vielleicht nochmal einen gesendet. So haben wir dann die Event-Storms in den Griff bekommen. Sicherlich eine sehr rudimentäre, aber es hat sich ausgesprochen bewährt. Nochmal zu den Host-Checks, weswegen wir es auch gemacht haben. Wir haben ja Service-Checks konfiguriert mit Notification. Wenn aber Nagios auf die Idee kam, den Host selber zu prüfen und feststellte, der Host ist per Ping nicht erreichbar, dann hat er unter Umständen auch die Notifizierung für den Service weggelassen, weil er sich gesagt hat, das Problem liegt nicht an dem Service, sondern liegt an dem Host. Nur für die Hosts gab es keine Alarmierung. Also wurde niemand alarmiert.
Ja. Deswegen, es hat für uns keinen Sinn gemacht, haben wir einfach, Host-Check ist immer Exit 0. Okay, dann kam 2006, wenn ich mich richtig erinnere, Nagios 2 wurde released. Und da hatte man leider das schöne, schöne, einfache Status-Log-Format aufgegeben. Man ist dann zu einer strophenbasierten Speicherung hingegangen. Noch dazu noch nicht mal mit festen Zeilen oder irgendetwas. Es wurde dann sehr, sehr schwierig zu parsen. Wir haben dann zwar versucht, ein magisches Perl-Skript zu schreiben, was das überführt hat. Das hat auch gar nicht so schlecht funktioniert. Aber wir haben dann einfach beschlossen, Upgrade, warum? Warum sollten wir updaten? Also zum einen hatten wir sowieso keine Ressourcen, wir hatten ja immer noch keinen Projektstatus, das lief alles so nebenbei. Dann, es war einfach kein maßgeblicher Vorteil von Nagios 2 erkennbar. Also es war jetzt nicht irgendwie gewesen, ah, das ist das Killer-Feature, da habe ich jetzt schon 5 Jahre drauf gewartet, das brauche ich unbedingt. Gab's nicht. Wir hatten auch unsere Performance-Probleme sehr, sehr gut im Griff. Von der Seite her gab es da nicht unbedingt den Druck. Dann haben wir natürlich sehr wohl gesehen, es wäre ein extrem hoher Aufwand gewesen, die gleiche Qualität an Nagios 2 basierten System wiederherzustellen. Die Ressourcen hatten wir einfach nicht. Die Leute waren vergraben, Automatisierung, Industrialisierung der IT, das kam alles so hoch, das musste alles gemacht werden. Es gab einfach niemanden, der sich darum kümmern konnte zu dem Zeitpunkt. Und vor allen Dingen, unser Monitoring passte wie ein Maßanzug. Wir hatten also null Motivation, da irgendetwas zu tun. Gott sei Dank, da es nicht offiziell war, hat auch unser Management faktisch nie nachgefragt. Das führte dann dazu, dass wir von 2006 bis 2013 praktisch nur marginalste Anpassungen vorgenommen haben. Es lief halt einfach. Und das Allerbeste, wir hatten nicht einen nennenswerten Ausfall. Also wir hatten mal ein Hardware-Problem oder irgendetwas, vollkommen klar. Oder irgendwas wurde mal gepatcht, dann kam irgendwas nicht mehr hoch oder so. Aber unsere Architektur, die wir zugrunde gelegen haben, war ja genau dafür vorgesehen, solche Fälle abzufangen. Egal welche Komponente ausfiel, das Gesamtsystem lief weiter, wir wurden nie blind. Maximal das Maschennetz, grobmaschiger wurde, das Monitoringnetz. Ne? Wir wurden aber nie blind. Ja, wunderbare Geschichte, aber, wie so schön. Irgendwann ging es halt doch einfach nicht mehr. Der Druck zur Erneuerung des Monitorings wurde immer größer. Warum? Wir hatten einen sehr, sehr starken Fokus auf Verfügbarkeitsmonitoring. Also, wie geht es mir jetzt in der Sekunde, wo habe ich jetzt Probleme? Das hat die Kunden fast nicht mehr interessiert. Die wollten ein Verlaufsmonitoring. Die wollten sehen, wie viele Tickets verkaufe ich jetzt in dieser Sekunde. Oder wenn ich ein Dreistrangverfahren habe, wird jeder Stränge gleichmäßig ausgelastet. Habe ich überall die gleiche Last drauf? Und so weiter. Die wollten auch korrelieren. An dem Montag werden so und so viele Tickets verkauft, wenn an dem Folgemontag 20% weniger verkauft werden, dann stimmt irgendwas nicht. Also solche Korrelationen wollten die mit einmal durchführen. Das war natürlich Anforderung, das können wir mit unserem System, mit dem alten, überhaupt nicht erreichen. Zumal ja die ganzen Verlaufsinformationen, die wenigen, die wir hatten, die wurden in ERDs gehalten. RD ist jetzt nicht super geeignet, um da mit Jasper oder irgendetwas drauf zuzugreifen und Reporting zu betreiben. Zumal wir auch sehr, sehr grobmaschig nur abgespeichert hatten, weil wir nicht so viel Platte hatten. Und nichtsdestotrotz wurden wir dann auch irgendwann mal Opfer unseres eigenen Erfolges. Wir hatten immer häufiger Performance-Probleme, die wir definitiv nicht mehr auflösen konnten. Also wir hätten nur noch auf massiv größere Maschinen gehen können. Unangenehmerweise wurde das konterkariert von dem aktuellen Prozessor-Design. Ja, die Maschinen haben zwar immer mehr Prozessoren, 48 Cores, 64 überhaupt kein Problem, aber jeder Core wird immer kleiner. Ja, das ist natürlich tödlich, weil Nagios hat da ein echtes Fretting-Problem. Also was tun? Wir hatten dann mal eine Zeit, da hatten wir eine Check-Latency im Minutenbereich und nicht einstellig. Das war dann so definitiv das Alarm, also jetzt allerhöchste Zeit, wir müssen was tun. Ja, wie immer, was kann man tun? Habe ich mal kurz geguckt, alles klar, OSMC ist da die erste Adresse, fährst du mal hin. Das war dann 2011 gewesen, da bin ich zur OSMC, habe einen Kontakt gesucht zu irgendwelchen Teilnehmern oder zu NetWays. Wie macht ihr das und so weiter. Und dann im Januar 2012 begannen die Arbeiten an Monitoring 2.0. Also Monitoring 2.0 ist nur ein neuer Arbeitstitel. Na, nicht wundern. Äh,
Ja, als Projekt, es hatte offiziellen Projektstatus, das war alles super, aber ohne Budget. Also war ein bisschen schwierig die Zeit, wir hatten unheimliches Glück, wir hatten dann noch so eine Notreserve, weil uns war sofort klar, egal auf was wir setzen werden, es wird nicht so einfach werden wie unser altes System. Damit war auch sofort klar, das werden wir nicht mehr alleine beherrschen. Bei dem alten System haben wir alles von Hand gemacht, alles selber. Da hatten wir null externe Unterstützung oder irgendwas. War uns vollkommen klar, das wird bei dem neuen nichts. Ne? Aber da hatten wir Glück, dass wir dafür Notreserven angelegt hatten. Okay, jetzt will ich mal kurz auf die Technik eingehen. Also ich hatte mich dann mit vielen Teilnehmern da beraten und dann auch NetWays eingeladen und wir hatten dann auch mal auf dem Chemnitzer Linux-Tag nochmal geschwätzt, was kann man tun? Und da hat sich dann ganz schnell rauskristallisiert, okay, für uns wird es wahrscheinlich Ishinga Web werden. Wir haben keine umfassende Evaluierung durchgeführt oder keine Lasttests oder irgendetwas. Wer vorhin den Vortrag gehört hat von Johannes Egger, muss ich ehrlich sagen, perfekt. Würde ich unheimlich gerne so machen, nur leider haben wir nicht die Ressourcen dafür. Nicht unbedingt nur das Geld, vor allen Dingen geht es bei uns um Zeit. Also ganz klarer Fall. Ich habe mich da noch ein bisschen darauf verlassen. Ich meine, die Kollegen von NetWays, die ziehen das 10-mal im Jahr durch oder irgendwas, die werden schon wissen, was sie da machen. Und wir haben uns da beraten lassen und wir haben wirklich intensiv dann noch nachgefragt und ja, okay, ist ein guter Stack, machen wir. Dazu. Nein, das darf man nicht verwechseln. Das ist das Plattform-Monitoring. Also wir haben nicht ein Monitoring-System. Wir haben ganz, ganz viele. Und was er vorgestellt hatte, war nur das Unix-Plattform-Monitoring. Na? Das Monitoring 2.0 ist angetreten, das Monitoring-System der DB zu werden. Wo also irgendwann mal auch das Plattform-Monitoring dran aufgeht. Werden wir das auch sehen. Ne, nett cool, ja. Ja, sicher. Da muss man auch sagen, falls man sich da zu viel vornimmt, verhebt man sich ganz schnell. Also wir mussten erstmal zusehen, dass wir irgendwie unser Monitoring ablösen und stabil bekommen. Und klar, steht das irgendwann mal auf der Agenda, zumal die Lizenzproblematik bei NetCool nicht ganz unstrittig ist. Ja. Aber da können wir uns vielleicht später mal uns anhalten. Okay, wir hatten ja Erfahrung gesammelt, wir mussten unbedingt mandantenfähig sein und wir hatten ein Akzeptanzproblem. Man kann das auch umschreiben, also viele haben sich so gefühlt, als ob wir ihnen den Lutscher geklaut hätten. Na? Wollten wir ja nicht oder irgendetwas, ne? Überhaupt nicht. Also die einzige Chance, die wir hatten, ist, wir wollten ein Monitoring-System schaffen, was zwar gemanagt wird, was dir oder den Anwendern aber größtmögliche Freiheit bietet. Du kannst selber den Regler zwischen Rundum-Sorglos-Paket, du kriegst alles gemacht und 100% Freiheit, du kannst alles selber konfigurieren, eigene Checks einspielen. Diesen Freiheitsgrad mussten wir erreichen. Und wie du heute selber schon gesagt hast, ne, entweder Instanzierung oder Mutgiamin. Wir hatten halt Instanzierung. Ne, weil jeder Mandant, wir hatten es designt für 25.000 Checks und da liegt jeder Mandant weit drunter. Also wenn man mal vom Plattform-Monitoring absieht, aber ansonsten jeder eigene Mandant, SAP, INET oder irgendwas, die liegen weit drunter, liegen so bei 10.000, allerhöchstens 15.000 Checks. Also jeder Mandant bekommt seine komplett eigene Ishinga-Infrastruktur. Damit man das überhaupt noch irgendwie managen kann, braucht man natürlich entsprechende Tools. Das waren dann Skripte gewesen, hat man aufgerufen, zack, stand dann halt ein Ishinga-Core da. Oder die Konfigurationen wurden entsprechend gesynkt, beziehungsweise um das Updaten einfach zu machen, wurde sehr, sehr viel mit Verlinkungen gearbeitet, mit der Verlinkungsstruktur, dass man praktisch nur an eine Stelle die Binaries austauschen muss und alle sind gepatcht. Das war auch ja, die einfachste Tätigkeit, also das war relativ zügig getan. Das lief auch sehr, sehr gut. Ein bisschen komplexer wurde es dann bei Ishinga Web. Wir haben ja schon gesehen, wir brauchten unbedingt unsere eigenen Views wieder. Ne? Ishinga Web hat sie nicht wirklich.
Wenn man mehr wie 100 Checks hat, wird es unübersichtlich. Was tun? Wir sind alles keine Entwickler. Also wir können hervorragend Shell-Skripten, SED, AWK, das ist alles, das können wir unglaublich. Alles andere wird schwierig. Mussten wir uns Know-how einkaufen. Das hat dann die NetRace für uns gebaut. Und damit haben wir das dann auch in den Griff bekommen. Ich will allerdings auch nicht verheimlichen, dass wir da auf das eine oder andere Problem gestoßen waren und das hat dann auch zu dem einen oder anderen Fix geführt. Ja. Aber egal wie, wurde alles aus dem Weg geräumt und von der Seite ist es dann auch in Ordnung. Zur Konfiguration haben wir auf lconf gesetzt. Deswegen hatte ich heute gefragt, dass ihr lconf als No-Go gesehen habt. Ich gebe vollkommen zu, lconf, wer kennt's? Gut, dann muss ich nichts mehr dazu sagen. Ist für uns perfekt. Wir haben uns eine wunderschöne Baumstruktur überlegt, wo jeder Mandant innerhalb von seinem Baum seine Freiheiten hat. Nur er kann seinen Baum sehen, auch kann man das sehr schön mit Rechten hinterlegen. Und im schlimmsten Fall zerschießt er sich halt seine Konfiguration, aber er kann nicht andere Mandanten beeinflussen. Das war uns der wichtigste Punkt. Das zweite ist, es hat eine sehr, sehr starke Vererbungsmechanismen. Also der ein oder andere Mandant hat dann 3-4 Mal neu angefangen zu modellieren, weil er dann noch eine schickere Idee hatte, wie er noch mehr Benefit rausholen konnte. Und das ist dann wirklich erstaunlich. Also wir haben dann so mit Bundles gearbeitet, Check-Bundles. Wenn wir jetzt auf die Idee kommen, okay, der Standard Apache sind nicht mehr 5 Checks, sondern wir haben jetzt eine tolle neue Idee für den 6. Check. Eine einzige Stelle neu generieren, alle Apaches werden sofort mit diesem neuen Check überwacht. Das hat schon dann wirklich Charme. Und der letzte Punkt ist, LDAP ist natürlich perfekt ansprechbar auch für eine Maschine. Wir haben eine Automatisierungslösung, die kann jede Komponente aufbauen, zum Beispiel in Apache. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schick, wenn die auch das Monitoring dafür generieren kann. Wir haben zwar hier gesehen, da gibt es schönste Puppet-Lösungen und so weiter, aber wir haben eine spezielle Workflow-Engine dafür, die berechnet Abhängigkeiten. Die kann über entsprechende Trigger die Tätigkeiten auf den Zielmaschinen durchführen. Und das ist natürlich dann auch schön, wenn die gleiche Workflow-Engine das Monitoring konfigurieren kann. Und das haben wir damit geschafft. Aber ich will durchaus zugeben, dass das bei lconf ein eher steinischer Weg war. Zum einen die Einstiegshürde ist nicht zu unterschätzen. Und zum anderen, wir hatten dann auch das eine oder andere Problem beziehungsweise Feature-Request. Das war eher ein steinischer Weg, aber jetzt sind wir durchaus zufrieden. Ne? Bis auf die Performance, also da müsste man nochmal drüber fallen. Aber ist in Ordnung. Zum Visualisieren von Performance-Informationen haben wir auf Ingref gesetzt, einfach weil es eine sehr, sehr schöne Integration in die Schinka Web hatte. Und vor allen Dingen, weil es den Kunden auch ermöglicht, eigene Graphen zu designen, abzuspeichern und für andere freizugeben. Unsere Kunden, die investieren da auch ganz gerne mal 1-2 Tage hinein in die Erstellung von einem einzigen Graphen. Also ich will jetzt mal die Anzahl der Ticketverkäufe über alle Stränge und Tag oder irgendetwas. Es ist natürlich schön, wenn sie diesen dann anderen OEs, anderen Teammitgliedern zur Verfügung stellen können. Also das wird sehr intensiv genutzt und vor allen Dingen auch die Anbindung an unser Reporting-System. Wir setzen auf Jasperoft und da alle Informationen in der MySQL gehalten werden, ist es damit sehr, sehr einfach, Reporting zu betreiben. Ine zum Beispiel hat jetzt einen Report, jeden Morgen um 7 wird den in Briefkasten gelegt. Was waren die Ausfälle der letzten 12 Stunden? Damit sie sich einfach auf die Lage-Telco vorbereiten können, was waren für Probleme in der Nacht? NACWIS haben wir out of the box genommen, waren wir total erstaunt, was sich da getan hat. Zur Erinnerung, wir waren bei 003. Gerade mit den Widgets und so weiter, das fanden die Leute unglaublich klasse. Die haben sich dann auch gleich rangemacht und haben eigene Widgets da entwickelt und haben mit Drill-Down, Maps und so weiter. Also da haben die unglaublich drauf geeiert. Also, fand ich toll. Das Einzige, was wir da gemacht haben, der Markus hatte da eine geniale Idee. Wir wollten natürlich nicht verschiedene Stellen haben, wo wir die gleichen User-Rechte verwalten. Das kann ja nur fehlerträchtig sein. Er hat dann Fuse geschaffen auf die Ishinga Webdatenbank, die NACWIS seine Userverwaltung vorgegaukelt haben. Ne? Ergebnis war, wenn wir in Ishinga Web irgendeinen User angelegt haben und ihm irgendwelche Rechte gegeben haben, hat er die automatisch auch in NACWIS. Das ist natürlich perfekt. Ansonsten haben wir das out of the box gelassen, so wie es ist. Kurz zur Architektur. Haben wir
mehr oder weniger 1:1 übernommen vom alten Monitoring-System. Es gibt die zwei Hauptsurfer, Load Balancer davor und dann jede Menge Scan-Hosts dahinter. Exakt identisch eigentlich. Müssen wir nicht tiefer drauf eingehen. Wir sind jetzt im September 2013. 1. September war Produktivgang. War ausgesprochen erfolgreich. Also wir haben ein bisschen hinter dem Zeitplan gehängt, also ungefähr so ein halbes Jahr, 6 Monate, waren wir hinter dem Zeitplan. Hauptursache war aber gewesen Budget- und Ressourcenprobleme. Beziehungsweise wir mussten unglaublich hohen Abstimmungsaufwand betreiben. Man muss sich einfach überlegen, die Konfiguration von Nagios ist über fast 10 Jahre gewachsen. Und je nachdem, wer das beauftragt hat, wer das bearbeitet hat, wie viel Zeit der gerade hatte, gab es halt mal einen Check für einen Apache oder mal 5. Na, also wir haben dann auch mal so ein paar Stichproben gemacht. Da waren dann halt 4-Strang-Verfahren, wo nur 3 Stränge überwacht wurden. Ist natürlich schwierig. Wir haben uns dann entschlossen, einen Strich zu machen, nichts zu übernehmen von der alten Monitoring-Konfiguration, wirklich auf der grünen Wiese anzufangen. Wir haben dann aus unserer CMDB oder aus einer CMDB Daten rausgeholt und haben daraus das Komponentenmonitoring generiert zu dem hohen Teil. Das waren, ich sag mal, 80%. Und dann mit viel, viel Fleißarbeit wurden dann noch 20% nachmodelliert von Hand. Und die verfahrensspezifischen Checks, die mussten eh von Hand gemacht werden. Also da steckt dann wirklich viel, viel Manpower da noch drin. Das hat es gar mächtig verzögert. Und was uns auch das Genick gebrochen hat, waren sehr, sehr große Abstimmungsaufwände hinsichtlich der Firewall-Freischaltungen. Man muss sich einfach überlegen, wir haben über 10 Jahre Firewall-Freischaltungen beantragt. Ja, immer schön scheibchenweise. Und jetzt wollten wir mit einmal die ganze Salami. Da ist dann jeder hellhörig geworden, was wir denn da treiben. Und das geht überhaupt nicht. Und, es gab ja auch kein Projekt. Doch. Wir hatten jetzt ein Projekt, ne? Also sowas nicht. Nee, aber das war dann sehr, sehr schwierig. Da mussten wir über sehr, sehr viele Sicherheitsgremien gehen und die tagten dann nur monatlich und bis wir die Genehmigung hatten für die Firewall. Also das hat gutes Dreivierteljahr und viele, viele Nerven. Ne? Das muss man einfach so sagen. Naja, das waren Anyway-Freischaltungen. Also ich meine, konfiguriert ist es wahrscheinlich schnell, aber die Genehmigung zu bekommen, so etwas zu tun, also, es gibt das Security Board, ne? Die können sagen Nein oder sie können Empfehlungen geben. Dann gibt es die verschiedenen Netzbereiche. Also, das ist nicht, dass man nur mit einem reden muss, einen überzeugen, sondern muss ganze Herrscharen überzeugen. Man muss sich auch vor Augen halten, wir sind nicht unbedingt der einfachste Laden. Also wir haben 2600 Netze. Ja, das ist schon eine Ansage. Aber egal wie, ungefähr ja, 3-4 Monate lag man hinter dem Zeitplan, aber dafür war der Produktivgang durchaus erfolgreich. Ich habe hier mal ein paar Screenshots mitgebracht. Für eine Live-Demo reicht es leider nicht. Die Bandbreite ist hier so instabil, das kann ich leider nicht machen. Aber ihr werdet sofort wiedererkennen, das ist die Mandantenmatrix in Ishinga Web. Am linken Rand seht ihr eine neue Kategorie, DB Systil. Und darunter sind praktisch die einzelnen Mandanten. Die Admins sehen natürlich alle. Und der oberste Cronk sind alle Verfahren. Wenn ich den anklicke, dann sehe ich praktisch eine Matrix mit allen Verfahren, für die ich Rechte habe. Ne? Ansonsten kann ich sagen, okay, wie geht's denn Inet, wie geht's SAP oder was auch immer. Aber ansonsten genauso, wie es auch schon im alten Monitoring war. So haben wir wieder eine sehr, sehr kompakte Visualisierung, ne, nach unserem Verfahrensstatus. Schön ist auch, der graue Hintergrund ist geblieben, wenn mindestens eine Notification disabled ist. Und NetWays war dann noch so nett und die haben sogar noch ein Icon rangebastelt mit einer Tröte. Der eine oder andere wird es vielleicht erkennen. Durch einen Klick auf den Bezeichner kommt man wieder zur Verfahrensübersichtsseite. Das ist mehr oder weniger eine Standard-View von Ishinga Web mit einem speziellen Filter. Es wird halt auf Verfahren-Mandant-Umgebung gefiltert.
Es kam ein paar Kartenreiter dazu. Also Service-Status entspricht dem Standard, wie es jeder hat. Dann haben wir noch einen Kartenreiter Dokumentation. Das ist ja direkt der Deep Link in das Wiki-System, beziehungsweise Architektur, das wäre dann der Deep Link in das NACWIS hinein. Rest ist mehr oder weniger Standard. Dann haben wir noch ein Kontextmenü von jedem Check und da gibt es ein paar DB-spezifische Sachen, wie zum Beispiel Base-Checks, Button-Portal, Wiki oder die Handlungsanweisung. Und da will ich mal noch kurz drauf eingehen. Wir hatten ja vorhin das Beispiel gehabt, wir haben Plattform-Monitoring, was vollkommen autark für sich ist. Und meinetwegen die Betriebsführer von INET, ne, die sehen, irgendetwas stimmt nicht, aber alle ihre Komponenten sind grün, was sollen sie machen? Nicht jeden INET-Kollegen oder Kollegen von einem Cockpit ist es jetzt gegeben, sich flüssig auf einer Unix-basierten Plattform zu bewegen. Oder die haben auch nicht die Rechte, mal so eine Plattform auf irgendwelche Probleme abzuklopfen. Was ist da los? Deswegen haben wir ein Basismonitoring geschaffen, ein Klick und man sieht, wie geht es dem zugrunde liegenden Surfer. Und wenn nicht alles grün ist, dann stimmt irgendwas nicht. Dann muss das ein erstes Anzeichen sein, okay, holt dir jemand von der Plattform dazu. In dem Fall ist es Swap Uses has reached critical range. Also die Maschine hat angefangen mit Swappen. Das ist für eine J2E-Applikation tödlich. Also sobald die Maschine swappt, kann man praktisch sagen, steht der Application-Server. Dann weiß der Betriebsführer auch, was los ist. Na, dann muss er sich halt unterhalten, die Maschine hat zu wenig Speicher oder was auch immer. Na, wir haben auch eigene Checks da entwickelt, zum Beispiel Check Netstat. Die prüft einfach alle Interfaces, die sie auf dem Server findet, hinsichtlich Fehler. Ne? Wie viele Pakete gehen rein, wie viele gehen raus, gibt es Fehlerzustände darauf und stellt es dann entsprechend dar. Sobald irgendein Kunde, irgendein Mandant einen Check konfiguriert auf einen Server A, dann wird das in der Nacht erkannt und die Basisüberwachung für diesen Server A wird mit generiert. Da muss er sich überhaupt nicht drum kümmern und die Performance-Werte werden alle auch mit persistiert. Die kann er also auch zur Visualisierung heranziehen. Es ist dann also möglich, die Anzahl der Zugriffe auf einen Webserver ins Verhältnis zu setzen mit einer Kurve, wie viele Pakete gingen denn auf dem Interface ein und aus. Na, muss er sich nicht drum kümmern, kam auch unheimlich gut an. Also das Gleiche mit IO-Stat, Load, Disk und so weiter. Dann haben wir noch einen Deep Link aufs Button-Portal. Das ist eine DDB-interne Eigenentwicklung. Button-Portal, Hintergrund ist, wir müssen einfach unsere Kollegen vom Cockpit enablen, dass sie privilegierte Tätigkeiten durchführen können. Die meisten von denen haben aber keinerlei Unix-Know-how, die haben auch keine Accounts oder irgendetwas. Trotzdem müssen die in der Lage sein, mal einen Server durchzustarten oder einen Application-Server durchzustarten oder auch mal Content zu wechseln. Also ein Update durchzuführen oder irgendwas. Dafür haben wir das Button-Portal. Eingangsvektor ist wieder das Tupel aus Host und Service Description. Und das Button-Portal prüft, okay, darf der angemeldete User für dieses Verfahren, für diesen Mandant oder für diese Umgebung irgendetwas durchführen? Wenn ja, werden die entsprechenden Knöpfe angezeigt. Hier ist es so, der Check, das ist vom Verfahren Wiki. Das ist der JMEM-Check auf den Tomcat. Und wer es ein Tomcat ist, zieht die generische Komponente ITP Tomcat und da gibt es halt die Standardfunktionalität Stop, Start, Restart bzw. Status. Auch das kann überhinterlegt werden im Cockpit. Wenn der Check critical ist, prüfe den Status und in Abhängigkeit davon führe die und die Aktion aus. Wiki-Integration haben wir schon mal gesehen. Ich habe es nur noch mal hier aufgenommen, damit man auch hier wieder sieht, der Schlüssel ist wieder das Tupel aus Host und Service Description. Na? Gibt es in zwei Geschmacksrichtungen, entweder komplett, dann ist es eine Wiki-Seite für einen Check oder aber mit Verfahren, Mandant, Umgebung, dann ist es die Wiki-Seite für das komplette Verfahren. Dann gibt es ein paar Makros dazu, dass die einzelnen eventspezifischen Seiten in der Hauptseite mit eingeblendet werden, dass es automatisiert mit verlinkt wird. Und es gibt auch entsprechende Templates, da stehen dann zum Beispiel solche Sachen drin, Ansprechpartner, Notfalleskalation, Service-Level und also so relevante Informationen, die man zur Fehleranalyse braucht. Knowledge Base. Das ist unsere SODKB. Das ist ein Tool. Man muss sich einfach überlegen, wir hatten früher das Konstrukt Handlungsanweisung. Das bedeutet, ich habe aufgeschrieben, wenn das und das Event im Cockpit aufschlägt
und der Zustand ist und es ist Sonntag und konnte ich alle möglichen Parameter reinschreiben, dann führe das und das durch. Diese Handlungsanweisung, das war ein ziemlich komplexer Prozess, da musste genehmigt werden, also da war man so mit einer Woche 14 Tage dabei. Das nützt natürlich nichts, wenn man jetzt ein Update gemacht hat oder irgendetwas und man hat ein Memory Leak, dann bedeutet das einfach mal, dass man die erste Woche, die ersten 14 Tage halt permanent alarmiert wird, weil die Default-Regel ist halt, rufe an. Die SODKB ist eine Art Wiki mit einem Workflow dahinter, sprich, ich kann wieder den Check anklicken und kann hier sofort hinterlegen, wenn dieses Event aufschlägt, dann auf den Button Restart drücken. Die gleiche Verlinkung haben die auch im Netcool. Also wenn im Netcool ein Event aufschlägt, Kontextmenü, können die Handlungsanweisungen aufrufen, wird genau die Seite stehen. Die können die auch sofort sehen. Also ich habe es da reingeschrieben, können die sofort sehen. Im Hintergrund läuft ein Workflow-Prozess los, der dann heißt, okay, da gibt es eine neue Handlungsanweisung, genehmigen. Und die Genehmigung ist sehr, sehr flach gehalten. Die heißt dann, okay, alles klar, die Handlungsanweisung kommt von Inet, dann wird die mehr oder weniger durchgewunken, wenn es eine Inet-Komponente ist. Somit erreicht man es, wenn ich zum Beispiel nachmittags ein Problem festgestellt habe, dass beim auftretenden Problem nachts das sofort vom Cockpit gelöst wird. Ist natürlich eine prima Geschichte, um unsere Erstlösungsquote hochzudrücken. Und je höher die Erstlösungsquote ist, desto besser können wir schlafen. Na? Hat man also eine entsprechend hohe Motivation. Okay, Zusammenfassung. Also in den letzten 10 Jahren, ganz klarer Fall, es ist eine extrem flexible und stabile Plattform. Also die läuft auch ganz gerne mal ein paar Jahre ohne Pflege, ohne Support, ohne alles. Man kann sie beliebig anpassen und erweitern. Wobei man da leichte Abstriche machen muss. Also je neuer das System ist, desto mehr Wissen muss man reinstecken, beziehungsweise sich Know-how einfach einkaufen. Speziell bei Ischinger Web und LConf sehen wir noch Schwächen hinsichtlich der Stabilität und Performance. Stabilität haben wir jetzt im Griff, bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Performance müsste man sicherlich an dem einen oder anderen Punkt noch feilen, aber ist auf jeden Fall production ready. Das muss man ganz klar sagen. Also wie gesagt, wir arbeiten jetzt 2 Monate damit und das sind mehr als 100 Leute. Also ist auf jeden Fall production ready. Es ist sehr guter Support in Deutschland erhältlich. Wir haben mittlerweile einen Wartungsvertrag und das funktioniert auch ausgesprochen gut. Wir haben auch das eine oder andere Ticket da offen. Und Gewinn für die DB, ganz klarer Fall, für uns ist die ideale Plattform für das Verlaufs- und Verfügbarkeitsmonitoring, je nachdem, was für einen Fokus man hat. Man kann ein hervorragendes Reporting mitmachen, weil über die Persistierung in MySQL-Datenbanken ist es uns halt gegeben, dass wir mit unserem Jasper-Surfer dagegen beliebige Reports erstellen können. Und vor allen Dingen, man kann beliebig große Monitoring-Gebiete damit aufbauen, weil wir können an jeder Stelle können wir skalieren. Wenn wir jetzt feststellen sollten, wir kommen in unseren Kurs nicht hin oder irgendein Mandant hat jetzt wirklich 50.000 Checks oder 80.000 Checks, dann können wir immer noch darüber nachdenken über Mode Gearman. Wir können aber genauso sagen, nee, wir tun jetzt diesen Mandanten aufsplitten. Na? Mit LConf haben wir einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, die erste Hälfte wird halt von diesen Scan-Host gemacht und die andere Hälfte von den anderen Scan-Host. Na? Also von der Seite her, aus unserer Sicht war es die richtige Entscheidung, das zu gehen. Es war auch allerhöchste Zeit und wir sind sehr zufrieden. Vielen Dank. Ich bin begeistert, der Holger hat auf die Minute quasi eine Punktlandung hingelegt, also laut meiner Uhr zumindest, also mit 16.29 Uhr, jetzt ist, haben wir irgendwelche Fragen? Ich hab's geahnt. Dann renn. Die einzelnen Ithinga-Cores, die ihr für die Mandanten aufsetzt, sind das VMs oder immer Blech? Also wir haben festgestellt, dass VMware eine super schöne Geschichte ist, allerdings nicht, wenn man sehr, sehr viel forkt. Also wir haben Tests gemacht, da liegt Faktor 3 dazwischen. Von der Seite benutzen wir prinzipiell nur richtige Hardware, die hat massive Vorteile beim Forken. Und bekommt dann jeder Mandant zweimal Blech hingestellt? Weil du hast am Anfang. Also wir haben, es gibt kein mandantenspezifisches Blech. Es gibt Blech für Monitoring 2.0, das ist jeder graue Kasten da und jeder Mandant läuft auf jeden Kasten mit.
Da laufen also 15 Cores gleichzeitig. Die beiden großen Kasten, das sind 48-Core-Maschinen, also das war das Größte, was damals bei der DB zu haben war. Die etwas kleineren, die liegen bei, nein, das sind auch, sind exakt die gleichen, sind auch 48 Cores. Also wir haben überall 48 Cores drin. Ja. Und also die idlen auch alle. Also wir können wahrscheinlich noch 50 Mandanten, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, da locker mit abhalten. So, da habt ihr pro Blech 20 Ethinger. Im Moment Prozesse, also Core-Prozesse laufen mit jeder eigenen Config. Absolut korrekt. Im Moment sind das 15 Stück. Was wir auch haben ist, man hat ja unheimlich viel Wert gelegt auf Verlaufsmonitoring. Das hat uns ja früher nicht interessiert, also sprich, wenn ein Ausfall war im Netzwerk oder eine Komponente war weg oder irgendetwas. Es hat uns ja nicht interessiert. Für uns war nur wichtig, wie ist aktuell Ist-Zustand. Wir mussten dann großen Aufwand betreiben, dass diese Verlaufsinformationen nicht verloren gehen. Also werden auf jedem Server die Verlaufsinformationen in einzelnen Dateien gespeichert und die Primärserver holen die sich per AirSync über SSH. Und wenn halt die Infrastruktur wieder steht, das Netz geht wieder irgendwas, dann holen die sich die ganzen Dateien und arbeiten die nacheinander auf. Das steckt mir dahinter für die Konfiguration, ja. Also das Abholen der Check-Ergebnisse nicht, das ist einfaches AirSync über SSH. Weitere Fragen? Sieht nicht so aus. Dann Holger nochmal Dankeschön. Vielen Dank.